Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. In den letzten zwei Videos haben wir euch gezeigt, wie wir angefangen haben, Carlsson auszubauen und wie weit wir innerhalb von bisher 19 Tagen gekommen sind. Ich will euch auch diesmal gar nicht lange vollquatschen mit "Das haben wir geschafft" und "Das hier und jenes". Falls jemand die ersten beiden Teile noch nicht gesehen haben sollte, hier oben ist der Link. Jetzt raufklicken, den ersten Teil anschauen, danach direkt den zweiten Teil anschauen und dann wieder hierher zurückkommen. Und jetzt legen wir direkt los mit dem dritten Teil und den Hecktüren. Zuerst einmal haben wir beide Hecktüren von innen per Hand angeschliffen und mit Aceton gereinigt. Oh, mein Arm fällt gleich ab. Schön weitermachen. Keine Müdigkeit. Danach wurde abgeklebt, denn wir hatten uns den Originallack, Carlssons Originallack von Mercedes bestellt, um Stellen auszubessern, die nachher nicht die neue Carlsson-Farbe bekommen sollten. Wie zum Beispiel der Innenraum, dazu gehören auch die beiden Hecktüren von innen, die Motorhaube zum Beispiel oder aber auch oben am Dach. Jetzt werden hier die Hecktüren ein bisschen lackiert, zumindest die Stellen, die nachher sichtbar bleiben. Das in der Mitte kommt eh raus, da setzen wir noch Fenster ein. Nachdem die Hecktüren also im alten neuen Lack glänzten, nahmen wir uns das Profilholz vor. Dazu hatten wir uns eine weiße Holzlasur besorgt, die die Maserung des Profilholzes durchscheinen lässt. Denn der gesamte Innenraum von Carlsson sollte weiß werden. Alle Wände, alle Möbel, weiß, hell, freundlich. Das einzige Problem, die Holzlasur war so dünn, dass das durchscheinende Profilholz alles ein bisschen gelblich machte. Das gefiel uns natürlich überhaupt nicht, da mussten wir nochmal ran. Aber zuerst einmal kam per Spedition ein riesengroßes Paket an. Die Heckfenster. Da sind unsere Fenster. Unser Carlsson hatte weder ein Seitenfenster, noch eine Dachluke, noch zwei Heckfenster. Und wir wollten es ja hell in unserem Carlsson, in unserem kleinen Zuhause haben. Also fingen wir an, zwei große Löcher in die Hecktüren zu sägen. Dazu mussten wir einfach nur mit Kreppband die Schnittlinie, da wo nachher die Stichsäge einmal lang sägt, abkleben. Ist auf jeden Fall eine gute Idee, denn das Kreppband hält die ganzen Metallsplitter zurück, die ansonsten von der Stichsäge durch die ganze Gegend geschleudert und geschossen werden. Und das tut auf jeden Fall auf der Haut richtig weh. Das Gute an den Hecktüren, wir mussten nicht ausmessen, denn die Hecktüren haben vom Werk aus schon den passenden Rahmen, falls man nachträglich noch ein Fenster einsetzen möchte. Wir mussten einfach nur abkleben und sägen. So
So, wir haben verpeilt, das Blech festzuhalten. Deswegen ist mir das Blech mal eben kurz aufs Schienbein geflogen. Und ich habe eine ganz kleine Schürfwunde, die jetzt sofort fachmännisch oder fachfrauisch verarztet wurde. So, wir haben jetzt hier zwei Löcher gesägt. Und jetzt müssen wir die Fenster kleben. Ja, das wird am Ende echt gut aussehen. Das wird super. Nachdem wir nun tatsächlich zwei riesengroße Löcher in Carlsson gesägt hatten, ging es an die Standardprozedur. Kanten abschleifen und mit Rostschutzfarbe bepinseln. Der Tag ging so langsam dem Ende zu und gegen Abend konnten wir endlich anfangen mit dem Kleben der Heckfenster. Dazu haben wir uns ein Scheibenklebeset organisiert und uns an die einzelnen Schritte in der Anleitung gehalten. Die da wären: Fläche reinigen mit Aceton, dann den Primer auftragen, dann ablüften lassen, dann den Scheibenkleber auftragen, dann die Fensterscheibe auflegen, dann die Fensterscheibe andrücken und dann die Fensterscheibe fixieren. Wir haben das Ganze mit Schraubzwingen fixiert. Danach war es soweit fertig und der Scheibenkleber musste aushärten, was laut Anleitung ein paar Stunden dauert. Ja, wir haben es also geschafft, in nur einem Tag beide Heckfenster einzubauen und waren ziemlich stolz auf uns. So, aktueller Stand. Wir haben hier hinten Fenster eingebaut. Heute die Seiten mal ein bisschen gestrichen, die schwarzen Punkte alle weggemacht. Hier unten die Türen geschliffen und lackiert, also innen den Fahrerraum. Auf der anderen Seite auch mit der Schiebetür. Ja, so sieht der aktuell aus. Seit dem Kauf von Carlsson waren mittlerweile 3 Wochen vergangen und Janas Urlaub war ebenfalls vorbei. Einmal ganz kurz zur Info: Jana hat während des gesamten Ausbaus noch als Flugbegleiterin im privaten Sektor gearbeitet. Das heißt, sie war 7 bis 8 Tage lang unterwegs, dann war sie 3 bis 4 Tage lang wieder hier bei mir und 7 bis 8 Tage lang wieder weg. Sie hat also einen Vollzeitjob gehabt und noch in ihren freien Tagen Vollzeit Carlsson mit ausgebaut. Das war ganz schön stressig, wie man sich sicherlich vorstellen kann. Moin, weiter geht's hier. Jana ist aktuell zur Arbeit, kommt erst in ein paar Tagen wieder. Heute ist Montag, Sonntag kommt sie wieder. Ich werde heute weitermachen mit dem Bett und mit dem Gerüstbau der einzelnen Möbel. Das heißt, 2 Sitze, Küche und so weiter und so fort. Aktuell haben wir das Ganze hier drinnen. Jupp, und jetzt geht's weiter. So, kurzer Zwischenstand. Ich habe heute Morgen ein bisschen was getan. Jana ist ja aktuell nicht da, die ist arbeiten. Kommt erst am Sonntag wieder, heute ist Dienstag. Und ich habe heute Morgen mal das Bettgestell fertig gemacht. Und das zeige ich jetzt mal. So sieht es jetzt aus. Stützen, Lattenrost, alles schon drauf. Lattenrost natürlich noch verschrauben, Matratze fehlt noch. Aber so macht es eigentlich ganz einen guten Eindruck. Bin auf jeden Fall zufrieden mit meiner Arbeit. Und danach habe ich jetzt mal hier den ersten Sitzhocker angefangen. Der ist auch schon soweit. Natürlich fehlt noch die Verkleidung. Und dann, wenn der fertig ist, mache ich mich an diesen Hocker und dann an die Küche. Die Tage flogen vorüber und zack war Jana wieder da. In der Zwischenzeit habe ich einiges geschafft, aber wenig gefilmt. Naja, das Floriana-Team war auf jeden Fall wieder vollständig und wir haben angefangen mit dem 2. Anstrich. Denn das Profilholz hatte immer noch nicht den gewünschten Weißton. Dazu haben wir aber diesmal keine Lasur genommen, sondern einen Lack.
Schaut mal, wie schön das aussieht jetzt. Also wir haben überlegt, dass wir das jetzt alles in die... Ja, guck mal, der Unterschied. Ja. Das haben wir vorher gestrichen mit Lasur und das ist jetzt Lack. Genau. Krass. Sieht viel, viel besser aus. Ja. Freu dich mal. Ja. Ah! So. Jana ist fleißig am Streichen. Hat schon überall Farbe im Gesicht und in den Haaren. Wirklich. Na, machst du gut. Sieht richtig toll aus mit dem neuen Weißen. Genau. Ja. Nebenbei haben wir noch den Himmel, der über der Fahrerkabine gehangen hat, rausgenommen und so zurechtgesägt, dass wir dort später ein Fach einbauen konnten. Denn über der Fahrerkabine ist richtig viel Platz, der ja sonst ungenutzt geblieben wäre. Und ich bin hierbei, dieses blöde Ding irgendwie sauber zu machen, zu sägen, dass das dann wieder hier oben rankommt. Nun ging es daran, Karlsson auch von außen schön zu machen. Und da hatte sich eine neue Farbe wirklich verdient. Ja, wir haben lange, sehr, sehr lange nach einer passenden neuen Farbe gesucht und uns entschieden. Und letztendlich eine Farbe gefunden, mit der wir immer noch sehr zufrieden sind. So, guten Morgen. Wir sind jetzt dabei, Karlsson anzustreichen. Jana ist schon fleißig hier am Abkleben. Ich habe schon geschliffen, überall, wo wir streichen wollen. Da geht's gleich los, da kommt Farbe rauf. Wir sind so gespannt, haben lange gesucht nach einer richtigen Farbe, aber jetzt haben wir sie gefunden. So, wir haben jetzt gestrichen, das ist die Farbe. So sieht es aktuell aus. Und wir müssen mal gucken, ob wir tatsächlich nochmal streichen, um das nochmal ein bisschen besser zu machen. Die Leisten sind auch schon wieder dran. Wir müssen hier mal auf jeden Fall die Leisten sauber machen mit diesem Kunststoffreiniger, dass die halt genauso neu und schwarz aussehen. Das ist die andere Seite. Ja, von vorne, ne? Ist doch eigentlich ganz schick so weit. Und dann gab es einen Riesensprung in Sachen Filmerei, denn wir hatten uns eine Zeit lang nur auf Instagram konzentriert. Aber wir haben in der Zeit auch richtig viel geschafft. Und mittlerweile waren seit dem Kauf von Karlsson 44 Tage vergangen. Hier ein kleines Statement vom 14. Juli 2021. Moin, wir melden uns zurück. Wir haben lange nicht mit der Kamera jedenfalls gefilmt, sondern immer nur halt Instagram-Stories gepostet. Jetzt mal wieder mit der Kamera. Wir haben einiges geschafft. Wir sind aktuell beim Freund, können hier weiterarbeiten. Ja, ich mache mal kurz einen Rundgang. Dafür drehe ich die Kamera einmal um. Also, wir sind gerade dabei. Die Felgen haben wir abgeschliffen, Rost entfernt, jetzt ist da gerade Grundierung drauf und dann werden die schwarz lackiert. Dann haben wir hier drinnen Küchenverkleidung gemacht, hier haben wir auch schon Verkleidung, da hinten haben wir auch schon Verkleidung. Hier ganz neu haben wir ein Riesenfach, da war vorher ja dieser Himmel drinnen, der Originalhimmel, der hat ziemlich viel Platz weggenommen, weil er hier so rund runter ging. Jetzt haben wir hier ein Riesenregal. Die Schranktür zum Aufmachen kommt auf jeden Fall noch. Hier unten habe ich gerade mit Filz beklebt. Das sind so Filzmatten aus dem Baumarkt, 40x40. Die passen exakt in der Breite auf die Platten. Und auf jeden Fall ziemlich cool. Sieht geil aus. Dann haben wir, was haben wir noch? Genau hier unter dem Bett in der Garage habe ich hier ein Regal eingezogen und eine Trennwand.
Und wir haben gestern noch, was ziemlich geil ist, endlich mal die Hecktüren geschafft. Und zwar haben wir hier unten zugemacht und da oben. Sieht auch ziemlich cool aus. Müssen mal gucken, ob wir die noch weiß streichen, aber ich glaube, die Holzoptik ist auf jeden Fall ziemlich cool. Das bleibt, glaube ich, so. Ja, jetzt sind wir am Weiterarbeiten. Und zwei Tage später, am 16. Juli, habe ich dann das hier aufgenommen. So, weiter geht's. Wir haben gestern einiges geschafft. Ich kann euch mal kurz zeigen, was alles jetzt gemacht wurde. Ja. So, jetzt. Also, wir haben einmal die Arbeitsplatte draufgelegt. Dann haben wir die Unterschränke soweit fertig gebaut, dass die Türen da reinkommen. Wir haben die Bretter für Bettkasten fertig gemacht, ausgesägt, lackiert, angeschraubt. Auf der anderen Seite ebenfalls noch hier die beiden Lampen angebracht. Heute machen wir uns auf jeden Fall an den Fensterrahmen und an den Hängeschrank. Ja. Wetter ist heute so lala, aber alles gut, ist immer noch warm genug, dass man arbeiten kann. Wir machen jetzt weiter und hoffen, dass wir heute auf jeden Fall den Hängeschrank fertig machen können, weil das ist schon ein bisschen längeres Projekt. Also starten wir am besten jetzt mal. Wir haben also jetzt insgesamt seit 46 Tagen an Carlsson rumgewerkelt. Jeden Tag, auch sonntags, auch an Regentagen, völlig egal. Warum? Weil wir endlich Vanlife starten wollten. Und in dieser Folge, in diesem Teil, haben wir euch insgesamt 27 Ausbautage gezeigt, in denen wir wieder mal eine Menge geschafft haben, wie zum Beispiel die Hecktüren lackieren, die Heckfenster einbauen, das Profilholz lackieren, angefangen Möbel zu bauen, wie zum Beispiel das Bett, die Sitzhocker, das Grundgerüst der Küche und noch viele kleine andere Sachen mehr. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Unbedingt einschalten, denn wir bauen an den Möbeln weiter, verlegen Fliesen in der Küche, bauen die Arbeitsplatte ein und verlegen den Boden. Außerdem erzählen wir euch, was uns Carlsson und der gesamte Ausbau gekostet hat. Wie immer hat es riesigen Spaß gemacht, euch mitzunehmen durch den dritten Teil unserer Ausbauvideos. Falls es euch gefallen haben sollte, Daumen nach oben nicht vergessen, teilen, weitersagen, abonnieren, die Glocke aktivieren, damit ihr auch keine Videos mehr von uns verpasst. Falls ihr noch irgendwelche Fragen haben solltet, schreibt gerne mal in die Kommentare. Folgt uns auch gerne bei Instagram. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder zum vierten und letzten Teil unserer Ausbau-Videoreihe. Wir freuen uns auf euch. Einschalten nächsten Sonntag. Und ich hau mich jetzt vor den Kamin und wärme mich mal wieder ein bisschen auf, weil das ist nämlich richtig knackig kalt hier. Also, bis dann!